CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Wahlkampfzeit auf den Märkten scheint für die AfD immer noch nicht vorbei. Zum zweiten Mal heute stilisiert sie sich die selbsternannte Heimatpartei als vermeintliche Retterin des Abendlandes, indem sie die Sorgen der Menschen missbraucht und für einen gesellschaftlichen Zusammenhalt wirbt. Aber ich sage Ihnen, Sie sind der Spalter dieser Gesellschaft. Und das haben wir nicht nur heute in der Debatte erlebt, sondern vor allen Dingen auch auf den Marktplätzen unseres Landes. Mit Ihren Polemik und Ihren Worten bringen Sie unsere Menschen auseinander. Das lassen wir nicht zu. Und dagegen werden wir auch hier im Bundestag weiter kämpfen. Nun in der Sache selbst. Parallelgesellschaften sind natürlich ein gravierendes Problem. Sie gefährden die freiheitlich-demokratische Ordnung und die Grundlagen unseres gesellschaftlichen Zusammenhaltens. Die neuerliche Studie des Kriminologischen Forschungsinstitutes unter Christian Pfeiffer belegt einen Zuwachs der Zuwandererkriminalität. Auch das BKA-Lagebild, welches wir seit Jahren bekommen, entsprechend bestätigt dies. Zu Recht steht der Kinderkanal aus meiner Sicht wegen einer Sendung über eine deutsch-syrische Jugendbeziehung in der Kritik. Diese Sendung sowie der traurige Vorfall in Kandel zeigen de facto, dass ein Ehrenmordgedanken herrscht in diesem Bereich, der ein offenbar überkommenes und anarchisches Frauenbild vieler Migranten aus vorwiegend muslimischen Ländern bestätigt. Diese Problematik haben alle Vorredner erwähnt, und darum müssen wir uns auch kümmern. Denn wie reagiert nun unsere freiheitliche Gesellschaft auf dieses überkommene und anarchische, archaische Frauenbild vieler Migranten? Die Antwort kann nicht Abschottung, Verbot und Restriktion pauschal sein. Unser rechtsstaatliches Rezept in Deutschland, das sich bewährt hat, ist nämlich eine gute Mischung aus Chancengleichheit, Bildung, Aufklärung und nötigenfalls natürlich Sanktionen. Da sehe ich auch unsere beiden etablierten Kirchen als gesellschaftliche Akteure ganz klar in der Verantwortung. Nicht ein starker Islam bereitet mir in erster Runde Sorge, sondern ein schwaches Christentum mit leeren Kirchen, das der Beliebigkeit in ihren Inhalten verfällt. Unsere eigene christliche jüdische Identität muss stark bleiben, und dafür müssen wir zunächst alle gemeinsam selber sorgen. Denn nur wenn wir eine eigene starke Identität haben, können wir auch selbstbewusst gegenüber Muslimen auftreten. Zu unserer Kultur gehört das Positive herausstellen. Es gibt genügend Beispiele gelungener Integration von Menschen aus anderen Kulturkreisen. Die Bereitschaft zu arbeiten, für den eigenen Unterhalt aufzukommen, sich einzubringen und unsere Gesellschaft mitzugestalten, sind aus meiner Sicht wesentliche Elemente davon. Diese Menschen, Muslime und Nichtmuslime, verdienen ganz klar unseren Respekt und Anerkennung. Nichtsdestotrotz, das waren die Erfolge, jetzt kommt natürlich die andere Seite, nichtsdestotrotz erwarte ich vom Islam in Deutschland, dass er aus eigener Kraft salafistische Strömungen als solche entlarvt. Radikalisierung findet häufig in Moscheen statt, und dort muss sie entschieden unterbunden werden. Islamverbände müssen extremistischen und frauenfeindlichen Tendenzen eine klare Absage erteilen. Leider nehme ich solche öffentlichen Äußerungen bisher eher selten wahr. Und natürlich, Multikulti ist gescheitert. Statt Multikulti und Parallelgesellschaften gilt es nämlich, das Zusammenleben nach den Werten des Grundgesetzes zu gestalten. Keine Parallelgesellschaften in jeder Form. Für uns gibt es nur die Gesellschaft des Grundgesetzes. Für uns als Union ist das christliche Menschenbild eine Richtschnur. Gleichberechtigung von Mann und Frau ist hier ein zentraler Bestandteil. Im Staat des Grundgesetzes erwarten wir zu Recht, von jeder Frau und von jedem Mann Gesicht zu zeigen und sich bei der Begrüßung die Hand zu reichen. Wir streben eine Gesellschaft an, in der die individuelle Freiheit des Einzelnen gelebt wird, aber auch eine Gesellschaft, in der alle Menschen, ob Bürger oder nicht, alle Menschen, die hier leben, nicht nur Rechte, sondern vor allem auch Pflichten im Interesse unseres Gemeinwohls haben. Ich möchte eine Gesellschaft, in welcher der Staat seiner Pflicht, für Sicherheit und Ordnung zu sorgen, nachkommt und die Bürger sich gleichzeitig auch für diesen Staat engagieren. Es ist keine Einbahnstraße, solch ein Land, sondern ein gegenseitiges Nehmen und Geben.
Es darf keine rechtsfreien Zonen in Deutschland geben. Es darf für uns nur das Grundgesetz herrschen. Dieses regelt bei uns die Ordnung und nicht die Scharia. Meine Damen und Herren, zum Schluss der Debatte noch einmal ganz klar: Parallelgesellschaften darf und wird es nicht geben mit uns. Wir sorgen dafür, dass das Grundgesetz eingehalten wird, notwendigerweise auch mit allen Mitteln, die der Rechtsstaat zur Verfügung steht. Dafür stehen wir als Union auch in Zukunft. Vielen Dank.